Ja, hallo zusammen. Vor einigen Monaten habe ich mal im Messermagazin die Werbung für ein abgefahrenes Griffmaterial gesehen. Und dieses Jahr auf der IWA habe ich den Stand gefunden, der dieses Griffmaterial vertreibt. Ich finde es recht interessant, wenn man eine Alternative sucht für Mikata und G10 und wenn man dann doch kein stabilisiertes Holz haben möchte. Also es ist recht interessant, gerade für Messerbauer. Schaut es euch einfach mal an. Ich habe ein bisschen an dem Stand rumgefilmt und euch das Zeug mal etwas näher an die Linse rangeholt. Kurze Sequenz für alle Messerbauer. Ich stehe hier am Stand von Juma Ist der Mann mit dem Schlüssel? und Juma stellt ganz spezielles Messermaterial her oder Messergriffmaterial. Und zwar, ich zeige es euch einfach mal kurz aus der Nähe. Ist das so ein spezieller Kunststoff, der sich verarbeiten lässt wie Holz? Gibt es in zig verschiedenen Farben, Maserungen. Und schaut einfach ultra geil aus, wenn das Zeug auf dem Messergriff zum Beispiel drauf ist. Ich habe hier jetzt mal zwei Stücke. Ich werde die demnächst mal auf dem Messer verarbeiten. Werde euch zeigen, wie man die Sachen verarbeitet, werde euch sagen, wie man oder wie sie sich verarbeiten lassen, und natürlich zeige ich auch das passende Ergebnis dazu. Oh, hier haben wir auch ein Messer vom Trollski. Kennst du Geil. das? Ja, klar kenne ich einen Trollski. Heb's mal bitte. Ja, ich hatte es gerade in der Hand, ne? Gib's mir nochmal. Ja, hier haben wir ein schönes Messer vom Trollski. Trollski Knives werdet ihr mit Sicherheit kennen. Wer Messerbauvideos anschaut, kennt den Kanal von Trollski auf jeden Fall auch. Hier mit dem schönen blauen Material. Ich finde den Knubbel auch schön hinten. Sehr, sehr geil. Also wie gesagt, es gibt ein Video dazu, wie sich das Zeug verarbeiten lässt und wie es natürlich auch ausschaut. Wer sich dafür interessiert, Link für Juma, für das Material ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ich finde das Zeug richtig ansprechend und ich bin echt gespannt, wie sich das Griffmaterial verarbeiten lässt. Ja, wie gesagt, ich werde die zwei Testgriffschalen auf jeden Fall mal verarbeiten. Da gibt es ein Video dazu. Und ja, wen es interessiert, der schaut einfach wieder rein. Dann kriegt auf jeden Fall mit, was ich davon halte. Danke fürs Reinschauen. Viel Spaß beim nächsten Video.